Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 2. Wir hatten einen Mord an Bord der Concordia, während wir auf Niffen unterwegs waren und sind jetzt wieder da. Mal sehen, was die neuesten Entwicklungen sind. Larry, gesell dich doch zu uns. Hast du das von Specialist McGuffin gehört? Irgendjemand hat ihn im Com-Raum umgeballert. Haben Sie irgendwelche Hinweise, wer das getan haben könnte? Bisher nichts. Auf jeden Fall lassen Sie nichts nach außen dringen. Könnte das mit der Explosion auf dem Flugdeck zusammenhängen? Das ist möglich. Hier passieren seltsame Dinge in letzter Zeit. Und es hat alles dann angefangen, als du hier an Bord kamst, Larry. Willst du mir irgendwas damit sagen, Major Coulson? Überhaupt nicht, Captain. Überhaupt nicht. Naja, das heißt, wir sind ja wieder mal sehr beliebt, aber es gibt Wichtigeres zu tun. Bevor wir hier anfangen, möchte ich etwas sagen. Ihr habt alle vom Tod von Specialist McGuffin gehört. Einiges, was Sie gehört haben, ist sicherlich wahr. McGuffin wurde durch einen Spion getötet. Ein Verräter, der wichtige Daten an die Kilrati gesendet hat. Wir haben Grund zu der Annahme, dass der Verräter ein Jägerpilot ist. Das ist der Grund, warum sämtliche Security-Teams alle Pilotenquartiere diesen Morgen durchsucht haben. Ist das der Grund, warum Stingray nicht auf dem Flugroster ist? Ich dulde hier keine Gerüchte über diese Sache, Major. Stingray wird morgen wieder normal im Dienst sein. So, nachdem das geklärt ist, zurück zum üblichen Geschäft. In ein wenigen Minuten wird die Concordia in das Gorak-K-System springen. Aufklärung in der Nähe von Niffen zeigt, dass die Kilrati durch das Niffen-System gezogen sind, aber ihr wirkliches Ziel ist Goraka, eine abtrünnige Kilrati-Kolonie, die der Konföderation vor 10 Jahren beigetreten ist. Angel verteilt mehrere Scout-Wings, um eine Route vom Sprungpunkt nach Goraka zu schaffen. Wir erhalten... Och, nicht schon wieder. So, ich krieg schon wieder eine Ferret und darf eine Patrouille fliegen östlich der Concordia. Och. So wie es aussieht, bin ich wieder allein, oder was? Och, Mensch. Macht aber gar keinen Spaß hier. Okay. Was soll denn der Kram? Hier ist nix. Okay, was ist das denn? Unidentifiziert? Sie sind weg? Ach du Schande, die Tarnjäger. Kommt schon. Ich habe tatsächlich einen erwischt. Ich dachte, er hätte die Tante. Naja, wahrscheinlich haben sie den Rückschlag von 10 Jahren in den letzten 10 Jahren jetzt wieder aufgeholt. Das kann natürlich sein. Oh. So brauche ich natürlich auch kein Locking versuchen, weil da kriege ich sowieso eins auf der Nase.
Schöne Nummer. Warte mal, wir werden nochmal unsere Geschwindigkeit runterziehen. So, vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen mehr... Bisschen mehr Zeit! Okay, auf geht's zurück zu Concordia. Ach du Schande. Noch mehr davon. Die halten zum Glück nicht viel aus, so wie es aussieht. Jetzt sag mir nicht, dass auch die Raketen getan sind. Na, das wär's ja. Okay, sie sind abgehauen. Meine Güte. Concordia. Affirmative, you are clear to land. Na, meine Herren. Ah, wir haben ein paar von ihnen erwischt. Und so gehört sich das auch. Und wir haben ordentlich einen abbekommen. Ja, das sah mir aber nach einem harten Gefecht aus, Sir. Ja, war es auch. Wir sind jetzt in Colonel Devereaux's Büro. Also wir sind bei Angel. Was ist mit ihrem Flight Recorder los, Browser XL? Ein Flugrekorder? Der Flugdeckoffizier sagt, dass er beschädigt wurde, dass die Datendisk zerstört wurde. Es muss getroffen worden sein während des Gefechts. Aber das macht nichts. Angel, die Kirati Stealth-Jäger sind in diesem System. Machst du dir einen Spaß mit mir? Angel, glaubst du mir nicht? Diese Stealth-Jäger sind real. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Du hast keinen Flugrekorder, um das zu beweisen. Verdammt nochmal, ich habe zwei von diesen Schiffen zerstört. Aber es gibt keinen Beweis. Ich werde deiner Akte den Abschluss von zwei Drakiris hinzufügen, aber keiner wird diese Geschichte der Stealth-Schiffe glauben. Angel, du musst unbedingt auf jeden Fall Tolvin etwas davon erzählen, und zwar sofort. Es tut mir leid, Browser XL, aber das kann ich nicht zum Admiral bringen. Du hast niemals geglaubt, dass diese Stealth-Jäger existieren, oder? Nicht jetzt und nicht vor zehn Jahren. Glaubst du wirklich, dass ich verantwortlich bin für die Zerstörung der Tiger's Claw? Ruh dich ein bisschen aus, Browser XL, wir sprechen darüber später. Verdammt nochmal, Jeanette, sag mir, was du denkst. Bitte, Larry, ich muss zur Brücke, wir sprechen später. Super, ganz großes Kino, was soll denn der Raffzahn schlonzen Mist hier? Kann ja wohl nicht angehen. Ich bin stinkig. Sehr wütend. Richtig wütend. Are you sure? Yes. Gibt's ja nicht. Kann ja wohl nicht sein. Was soll denn der Mist? Meine Güte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.